4 Kilo und hat einen Schub von der Hemogen-Profile der 160er und die hat so etwa 16 Kilo Schub. Um da auch mal ein paar Daten zu nennen, wenn so eine Profile hochtritt, die hat dann 1130. Geht mit einer 5-Bau T33 an den Start und der Volker hatte gerade ein kleines Problem mit der Turbine, aber ich glaube, die läuft jetzt langsam. Das Flugzeug an sich ist ein toll fliegendes Flugzeug, Scale, Wachkunstflug, das klassisch angeht, tolles Flugzeug. Ich habe mal gerade durchgeblättert, ich habe leider nicht das Datenblatt von diesem Modell T33, auch ein Jet aus der Anfängen der Jetfliegerei. Überschalljets, das heißt Überschallgeschwindigkeit konnte die noch nicht. Man kann es auch dem Modell oder dem Flugzeugbaumuster mal ansehen, nämlich um Überschall fliegen zu können, brauchen sie gefaltete Tragflächen. Die haben hier fast T-förmige, also gerade Tragflächen, wie man sonst aus Zweite Weltkriegsflugzeugen kannte. Und für diese Zwecke funktionierte das auch sehr gut. Die T33, soweit ich weiß, ist hier in Landkrieg zum ersten Mal eingesetzt. Das ist ja etwa die Zeit, wo das Originalbaumuster herauskam, das so ein bisschen anzuraten zu einer T33. Besonders was der Datenblatt in Frankreich sieht, so um 2,70 Meter. Es ist also ein riesiger Koffer, dieses Modell. Und ich höre gerade beim Volker läuft jetzt die Turbine hoch. Ja, wenn wir sagen, hier Turbinenstart und so weiter. Und erst wenn alle Sensoren melden, das Triebwerk läuft, ist alles in Ordnung. Dann wird die Steuerung an den Piloten übergeben, das dauert meistens um die 30 Sekunden. Und dann merkt man ein paar kleine Gasstufen von der Turbine, ah ja, sie ist soweit. Und sollte etwas nicht soweit sein, dann schaltet sie sofort wieder ab und zeigt dann über verschiedene Möglichkeiten an, was war denn das Problem, sodass da auch eine absolute Betriebssicherheit gegeben ist. Und das ist immer das Auto. Genau wie du sagst, auch während des Flugs, also wirkt permanent. Die Daten der Turbine werden permanent kontrolliert, das heißt, würde die Drehzahl zu hoch gehen, was ein sogenanntes Platzen der Turbine zufolge hätte, würde sie abschalten, würde die Temperatur zu hoch gehen, würde sie abschalten. Also ist genau wie du sagst, ein absolut sicherer Betrieb ist da gewährleistet. So, währenddessen hat die T33 schon das Fahrwerk ausgefahren. Die Prozedur kennt ihr ja schon, er setzt jetzt quasi zur Landung an. Währenddessen hat sich eine andere schöne Maschine bereit gemacht, der Andreas Gietz. Steht für CAF Modellbau Composite AF und er hat mitgebracht seine Schräger Reno Mustang. Schräger eine Mustang aus dem Zweiten Weltkrieg, die weitgehend modifiziert worden ist und jetzt bei Reno Air Race mitfliegt, also bei Luftdämpfen. Bevor wir da aber weitermachen, schauen Sie jetzt mal die Landung an. Die T33 schwebt herein. Sauber aufgesetzt, da der Hügel mit dem Hüpfer und nochmal dein Applaus. Vielen Dank, Frank. Motor und 230 Kubikmeter sind alle voll. Und der Motor allein ist da und 90 Kilo.